Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Reihe, in der wir uns alle Fallout-Gegner, die es jemals gab, beziehungsweise alle Fallout-Geschöpfe und Kreaturen, nicht nur Gegner, ansehen werden, die es jemals gab. Ever, immer, in jedem Spiel aller Zeiten bisher erschienen. Natürlich nur, Prognosen sind immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Deswegen gibt es keine Gegner aus zukünftigen Spielen. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Auf jeden Fall geht es heute um New Vegas. Wieder zum dritten Mal und nicht zum letzten Mal, kann ich schon mal sagen. Denn die DLCs von New Vegas sind echte Content-Monster gewesen. Das wurde mir jetzt erst, als ich mir die Listen angeguckt habe, so richtig klar, was für unglaubliche Massen an neuen Gegnern da eingeführt wurde. Deswegen teile ich auch die DLCs in mindestens zwei Teile. Heute schauen wir uns mal alle organischen Gegner an und gefühlt könnte es sein, dass wir zwei Videos für die ganzen mechanischen, ich sage immer Gegner, aber ihr wisst, was gemeint ist, auch Verbündete, auch Neutrale, solange sie individuelle Arten, Spezies oder eben Maschinen sind. Auf jeden Fall könnte es sein, dass wir dann die Maschinen wirklich sogar in zwei DLCs, in zwei Videos teilen müssen, denn es sind viele. Aber mal abwarten. Jetzt fangen wir erstmal mit den organischen Gegnern aus den Fallout New Vegas DLCs an. Hierbei handelt es sich sehr oft einfach nur um Variationen von bereits im Hauptspiel enthaltenen Gegnern und Kreaturen. Allerdings teilweise so stark verändert, dass sie durchaus auch hier nochmal erwähnenswert sind. Den Anfang macht hier die Legendary Bloatfly, die legendäre Blähfliege. Jetzt, wenn man die nicht kennt, denkt man sich jetzt vielleicht so, na toll, eine legendäre Blähfliege. Ist diese Kreatur wirklich wert, hier im Video erwähnt zu werden? Aber ja, ist sie wirklich, denn bei dieser legendären Blähfliege handelt es sich wirklich um ein absolut einzigartiges und ziemlich heftiges Geschöpf. Erst einmal ist sie natürlich wie alle Legendären im Grunde wesentlich größer und wesentlich stärker als ihre normalen Blähfliegen-Artgenossen. Ihre Projektile, die sie abfeuert, sind dabei wahrscheinlich eher weniger Larven oder zumindest ist nicht mehr viel von den Larven übrig, sondern es gleicht eher einem Plasma-Projektil, was die auf einem feuern, was auch wahnsinnig viel Schaden macht. Genau gesagt, so viel Schaden in etwa wie der Schlag einer Alpha-Todeskralle. Und bei seinem Tod explodiert diese legendäre Blähfliege mit der Stärke einer großen Plasmagranate. Insgesamt, wenn man HP und Schaden vergleicht, handelt es sich bei dieser legendären Blähfliege um eines der ganz wenigen, absolut stärksten Individuen in der gesamten Fallout-Welt. Es gibt in der Tat nur wenige, die da mithalten können. Tja, eine Blähfliege, wer hätte das gedacht? Weiter geht's mit den Giant Cazadore. Ich weiß nicht, wie man die genau ausspricht. Ich nenne sie immer Cazadore, aber vielleicht ist sie auch eher so ein Chasador. Könnte auch sein. Besonders große Versionen der normalen Chasador-Cazador. Die meisten sind kleinen Gruppen auftreten, meistens kleiner als die gewöhnlichen. Dafür sind sie aber umso tödlicher, weil größer und stärker. Ansonsten allerdings weichen sie nicht stark von ihren Vorlagen ab. Specimen 73 oder Testsubjekt würde man wahrscheinlich übersetzen, 73, ist eine besonders starke und mächtige Version der Cazador. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um ein ganz spezielles Experiment, eine Weiterentwicklung der gewöhnlichen. Dieses Individuum sticht besonders durch seine extrem hohe Geschwindigkeit hervor, mit der er sich bewegen kann. Der Giant Sion Mantis ist ein sehr großer Mantis. Und auch ein bisschen gefährlicher. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Bei den Lobotomierten handelt es sich um eine spezielle Variante von menschlichen Gegnern. In dem Fall eigentlich keine Mutationen, wie wir das meistens haben, sondern chirurgisch veränderte Individuen. Diese Lobotomierten werden vom Think Tank im Big MT entführt und dann werden ihnen im Grunde sämtliche lebenswichtigen Organe sowie die Gehirne entfernt. Diese werden dann in spezielle Behälter aufbewahrt, wo sie im Grunde mehr oder weniger sicher und unsterblich sind und über eine Art WLAN-Verbindung mit dem Körper in Verbindung stehen, der wiederum Geräte implantiert hat anstelle der Originalorgane. Im Grunde handelt es sich hier genau genommen um Cyborgs, wenn man so will. Hätte ich auch zu den elektronischen Gegnern stecken können. Naja, wie dem auch sei. Bei diesem Vorgang
treten allerdings bei fast allen Lobotomierten Fehler auf und die Gehirne werden dabei stark beschädigt oder sogar zerstört. Diejenigen, die diesen Vorgang überleben, werden höchst aggressiv und überaus gefährlich. Außerdem aufgrund des Fehlens sämtlicher lebenswichtiger Organe auch überaus robust. Ihre Intelligenz ist allerdings scheinbar extrem eingeschränkt. Sie können im Grunde nur noch sehr einfache Aufgaben ausführen, wie beispielsweise das Öffnen von Türen oder eben auch das Bedienen von Schusswaffen. Offensichtlich sammeln diese Lobotomierten wahllos Gegenstände und bringen sie zurück in ihr Nest. Das klingt so ein bisschen so, wie ich Fallout-Spiele spiele. Was sagt das über mich aus? Naja, machen wir weiter mit den Marked Men. Den Gezeichneten. Hierbei handelt es sich im Grunde um eine sehr spezielle Variation von Ghulen. Optisch unterscheiden sie sich vor allem in ihrer stark roten Färbung von normalen Ghulen, die wir aus dem restlichen Ödland kennen. Diese leiden allerdings unter permanenten Schmerzen und sind deswegen sehr aggressiv und auch ein bisschen verrückt geworden. Wahrscheinlich wollen sie einfach nur alles und jeden auslöschen. Entstanden sind diese durch direkte Nähe eines unterirdischen Nuklearsprengkopfes. Bei den Gezeichneten handelt es sich sowohl um ehemalige RNK-Soldaten als auch ehemalige Legionäre der Legion, die allerdings im Schmerz und im Wahnsinn vereint sind. Ihr geistiger Zustand befindet sich wohl irgendwo zwischen einem normalen und einem wilden Ghoul. Die meisten von ihnen weisen Zeichen von tödlichen Wunden auf. Ihre spezielle Art von Ghoulifizierung lässt sie allerdings scheinbar einfach nicht sterben. Bei den Marked Men oder Gezeichneten handelt es sich außerdem um Kannibalen, wie man an manchen Stellen im Spiel feststellen kann. Ähnlich unheimlich, wenn auch vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, sind die Ghost People, das Geistervolk. Eine ganz spezielle Variation von menschlichen Mutanten, die man nur in der Nähe des Sierra Madre finden kann. Beim Geistervolk handelt es sich auch um ehemalige Mitarbeiter des Sierra Madre, die durch ausströmendes Gas in Verbindung mit ihren manipulierten Schutzanzügen verändert wurden. Das Ganze ist auch auf ein Experiment des Big MT zurückzuführen, wie vieles in Fallout New Vegas. Durch diese Veränderungen sind sie zu überaus mysteriösen und scheinbar beinahe unsterblichen Wesen geworden. Sie sind ständig auf der Jagd nach Menschen. Die genauen Gründe dafür sind allerdings vollkommen unbekannt, ob nun als Nahrungsquelle oder um sie in einen von ihnen zu verwandeln. Vielleicht haben sie dafür aber auch ganz andere, unerdenkliche Gründe. Abgesehen von ihrem lauten Atmen geben sie keine erkennbaren Laute von sich. Somit ist fraglich, ob sie untereinander kommunizieren, zumindest scheinbar nicht verbal. Ein Rückschluss auf ihre Intelligenz ist daher fast unmöglich. Sicher ist nur, dass sie mit Waffen umgehen können und relativ geschickte Jäger sind. Diese Wesen können nur außer Gefecht gesetzt werden, wenn man eins ihrer Körperteile vollständig zerstört. Aber nur wenn man den Kopf zerstört, sind sie wirklich tot. Zerstört man die Beine oder die Arme, gelten sie nach Spielregeln zwar als besiegt und bleiben auch liegen und können gelootet werden. Wenn man genau hinsieht, kann man aber in ihrer Maske noch den Rauch sehen, die Atemanimation. Was ein ziemlich schönes Detail ist, finde ich. In den DLCs von New Vegas können wir außerdem zum ersten Mal die Yao Guai sehen. Also zum ersten Mal in Fallout New Vegas. In Fallout 3 sind die ja schon vorgekommen und die Fallout New Vegas DLC, Honest Arts Yao Guai, sind genau wie die aus Fallout 3. Außerdem trifft man noch das Spore Carrier Beast, eine stärkere Version des normalen Spore Carriers, der sich immer in der Nähe von Spornpflanzen aufhält. Und außerdem gibt es noch den Spore Carrier Scavenger, bei dem es sich nur um eine leichte Abwandlung des normalen Spornträgers Spore Carriers handelt. Dieser lebt allerdings im Big MT im X22 Botanischen Garten. Des Weiteren können wir auch zum ersten Mal eine spezielle Spornpflanze sehen, die Dionaea Muscipula. Hierbei handelt es sich wie so oft einfach nur um eine sehr viel größere und durchaus auch sehr viel stärkere Version einer gewöhnlichen Spornpflanze. Mehr ist dazu allerdings kaum zu sagen. Ähnlich ist es mit der Irradiated Deathclaw, einer schwer verstrahlten Todeskralle, die auch besonders stark ist und eben zusätzlich zum ohnehin schon hohen Schaden auch radioaktiven Schaden macht, was sie besonders gefährlich macht. Diese Todeskrallen scheinen allerdings weniger resistent zu sein als ihre unverstrahlten Äquivalente aus dem Hauptspiel. Besonders nennenswert bei den DLC Deathclaws ist vielleicht noch Stripe, eine kleine
Mini-Deathclaw, bei der es sich um eine spezielle Züchtung oder ein eigenes Individuum sogar handeln könnte, das möglicherweise vom Big MT erschaffen wurde. Vielleicht als Haustier, als Schoßtierchen. Möglich. Außerdem können wir noch die Green Geckos treffen, eine neue Gecko-Variation, die ungefähr so tödlich ist wie die Feuergeckos. Diese Geckos sind größer, stärker und grüner als ihre Artgenossen aus dem Hauptspiel und sie sind in ihrer Tödlichkeit und ihrem Schaden ungefähr mit Feuergeckos vergleichbar. Außerdem gibt es dann noch die mysteriösen Tunnler oder Tunnler. Über die Herkunft dieser Wesen ist nichts bekannt. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass sie sich zufällig entwickelt haben nach dem Fall der Bomben und keine gezielten Experimente waren. Ihr Aussehen ist zwar humanoid, allerdings auch sehr reptilienartig, was darauf schließen lässt, dass es sich vielleicht um etwas Eidechsenartiges handelte. Sie leben unter der Erde und sind extrem empfindlich gegenüber Licht. Sie treten immer in großen Gruppen auf und jagen auf Menschen und eigentlich alles andere, was sie so finden können. Man weiß, dass die Tunnler auch Königinnen haben. Ob das allerdings nur ein Name ist, um einen besonders starken Tunnler zu beschreiben, oder ob es sich dabei wirklich um eine insektenkolonieartige Königin handelt, ist nicht ganz klar. Klar ist allerdings, dass ihre Tunnelnetzwerke sehr weit reichen und dass sie sich mit sehr hoher Geschwindigkeit ausbreiten. Würden sie in Lonesome Road nicht aufgehalten werden, bestünde wohl die Gefahr, dass sie sich relativ schnell über das gesamte Ödland ausbreiten und zu einer ernstzunehmenden Gefahr für alles Leben, das im Ödland noch übrig ist, werden könnten. So, und das waren sie. Erstmal alle organischen Gegnern aus den DLCs zu Fallout New Vegas. Puh, und den Cyborg hatten wir auch dabei. Warum nicht? Ist ja auch ein bisschen organisch, ne? Der passt auf beide Listen. Warum nicht? Beim nächsten Mal schauen wir uns alle mechanischen Wesen an, die wir in den Fallout New Vegas DLCs antreffen können. Und das sind verdammt viele. Wie schon gesagt, vielleicht werden es zwei Videos. Vielleicht muss Old World Blues hier sein ganz eigenes Video bekommen. Da müssen wir mal abwarten. Aber schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall natürlich auch hier keinen auslassen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eure Kommentare und Meinungen zu sowohl dieser Videoreihe als auch den im Spiel genannten Gegner. Auch eure Erfahrungen, eure Geschichten, als ihr sie wirklich getroffen und gekämpft habt und wie ihr sie wahrgenommen habt. Das alles könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weitgehender unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne über Patreon oder Steady machen. Dort könnt ihr den Kanal schon mit einer kleinen monatlichen Summe unterstützen. Und ihr werdet nicht nur zu den Helden meiner Let's Plays, wenn die gespielten Spiele das erlauben, sondern ihr könnt auch aktiv das Programm, den Sendeplan, das, was gespielt wird, durch die Patreon-Folgen mitbestimmen. Und auch über eine kleine einmalige Spende über PayPal freue ich mich natürlich immer. Und ich lasse diese Spenden natürlich hauptsächlich dem Kanal zugutekommen, das heißt Equipment, Hardware, Software und was sonst so an Fixkosten anfällt. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.